sitze hier morgen dort. Bin kaum da, muss ich vor. Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt. Nie die Jahre gezählt. Nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träum ich schwer und dann denk ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr und Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Ja, bitte. Stört und kümmert mich nicht, ja, vielleicht ja, bleibt ja, ja. Mein Gesicht ja dem einen oder anderen im Sinn. Manchmal träum ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Wie heißt du denn? Also, mein Name ist Lukas Linder, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus dem schönen Kastelaun im Hunsrück in Rheinland-Pfalz. Yes! Was hat dich denn zu The Voice gebracht, wenn ich fragen darf? Eigentlich eine grundsätzliche Entscheidung in meinem Leben, ein bisschen was zu ändern. Nach dem Abitur habe ich Versicherungskaufmann gelernt, auch in dem Beruf ein Jahr gearbeitet, aber seit über 10 Jahren schlägt mein Herz für die Musik. Und jetzt war der perfekte Zeitpunkt zu sagen, ich gehe hier hin und ich muss es ausprobieren. Oh, ist das geil. Es ist nicht einfach, gut auf Deutsch zu singen, die Worte gut auszusprechen. Es fällt vielen Leuten schwer und das machst du sehr gut. Ich hätte mir jetzt Hannes Wader im Originaltempo irgendwie gewünscht. So nicht so balladig, ich finde das Originaltempo fetziger. Aber trotzdem hast du es gut gemacht und ich würde mich sehr freuen, schon alleine vom Look her, wenn du in meine Gruppe kommst. Ja, vielleicht ganz kurz dazu, also dass du dich umgedreht hast, Sido, das bedeutet mir richtig viel, weil ich vor deiner Meinung echt Respekt habe. Ich höre dich schon, wie alt war ich, in der 7. Klasse rum? Vor 2 Jahren ungefähr. Ja. Ja, ich merke schon, ihr beide seid euch wirklich wahnsinnig ähnlich, ne? Da sind echt tierisch viele Gemeinsamkeiten. Du kommst aus dem Hunsrück, du kommst aus dem Märkischen Viertel, das ist quasi dasselbe. Du bist Versicherungskaufmann hast die Schule nach der 5. Klasse abgebrochen wahrscheinlich, weißt du? Aber ich brauche ab und zu mal eine Versicherung. Ja. Ihr könntet gemeinsam in den Wald gehen. Du beobachtest vielleicht gerne Vögel. Sido raucht gerne mal ein Erdloch. Da passt viel zusammen, muss ich sagen. So, Marc, ich bin auch total froh, dass du dich umgedreht hast. Oh, na bitte. Ihr habt beide auch sehr viel gemeinsam. Und Ennis war die Erste, die sich umgedreht hat. Eine schwere Entscheidung. Ich fand die Stimmung, die du erzeugt hast, mega. Ich kann dir wahrscheinlich mit deutschen Texten jetzt nicht so viel helfen, weil meine Texte alle auf Englisch sind. Aber zu wem du auch hingehst, die werden sich, oder wir werden sich uns freuen. Also du merkst schon, Ennis hat nicht so richtig Bock. Nein! Ja. Okay. Ich glaube, er mag dich sehr gern, Sido. Ich glaube, du bist so ein Vorbild. Er mag Marc auch. Er mag, absolut. Aber mich mag er nicht. Doch, auf jeden Fall. Also, Lukas, ich glaube,
Du hast allen überzeugt. Die Frage ist jetzt, welche Coach hat dich überzeugt? Du musst dich jetzt entscheiden. Also ich bin froh, dass ich 3 von euch umgedreht habe. Das ist ganz, ganz toll. Ich freue mich da mega drüber. Und ich habe mir gewünscht, dass sich auch einer umdreht. Und zu dem Team möchte ich unbedingt so, so gerne hin. Und das ist Mark Forster. Yes! Ja, Mann! Oh, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Danke.